Ja, der spannendste Punkt war eigentlich der, worum es im Film geht, das Denken. Ja, das für sie war Denken einfach so ein zentraler Punkt in ihrem Leben. Also wenn sie sich der Film hinlegt auf die Couch und da liegt, da denkt sie. Und sie war eine unkonventionelle Denkerin und sie hat frisch und neu gedacht und sie hatte auch keine Angst. Sie hat gesagt, man muss auch da denken, wo es weh tut. Und das fand ich spannend. Und dass sie das dann aber auch zu ihr gehörte, auch zum Denken, das in den Raum zu stellen und das der Diskussion auszusetzen. Weil sie glaubte, dass sich da dann in der Auseinandersetzung mit dem anderen Menschen, also in diesem öffentlichen Raum, in dem das Denken stattfindet, dass man da zu Urteilskraft und zur Wahrheit kommt. Also das ist einmal der Dialog mit sich selber, so im platonischen, sokratischen Sinne, ich und ich selber, wir prüfen einen Gedanken und kann ich mit mir leben, wenn ich das und das tue, und eben mit dem anderen Menschen, der Gedanken im öffentlichen Raum. Das Seltsame ist, dass das eigentlich das Einfachste ist, weil eigentlich muss man das wirklich nur denken und verstehen. Und meine Vorbereitung bestand darin, dass ich sehr intensiv mit Margarete und auch mit der Drehbuchautorin gesprochen habe. Und die war am Anfang noch ein bisschen unklar, diese Rede. Und ich musste einfach, die musste für mich so klar sein und ich musste so genau wissen, um was es da geht. Darum war es gut, dass ich Origins of Totalitarianism gelesen habe, dass ich mich dann doch auch mit Sokrates beschäftigt habe. Und ich habe mir dann einen jungen Philosophieprofessor engagiert von der Columbia University und habe mit dem also nochmal über Plato gesprochen. Das ist einfach wichtig. Man muss den Hintergrund dann wissen und dann muss man es ja eigentlich nur sagen. Und ich glaube, wenn man wirklich was denkt und das so denkt, dass man es selber versteht, dann verstehen es, glaube ich, auch andere Leute. Also da muss man keine schauspielerischen Spirenzchen mehr machen. Da muss man nicht irgendwas darstellen, weil das ist alles schon eigentlich in dem, was gesagt wird. Man muss es nur denken und wissen und dann sagen. Das ist schwierig, wenn man das halt alles zu Hause machen muss. Und ich habe etwas gemacht, weil man ja weiß, wie das beim Film ist. Dann läuft da jemand vom Ton und da bewegt sich der und dann ist eine Lampe und dann ist das. Ich habe dann diese Rede für mich selber einfach gearbeitet und habe den Fernseher laufen lassen und alle möglichen Ablenkungen, die es nur gibt, um trotzdem am Gedanken zu bleiben und um mich nicht ablenken zu lassen. Man muss also die wirklich, man muss es so gut können, ja, dass einen da nichts erschüttert. Und dass, wenn man jetzt in den Zuschauerraum da guckt, wo die ganzen Studenten sitzen, wenn da einer irgendwas Komisches macht, dass einen das nicht irritiert, ja. Also dass man muss einfach wirklich hart an dem Gedanken bleiben. Ich war immer wieder fasziniert davon, wie viel Zeit die gehabt haben, miteinander essen zu gehen, ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen. Also Hannah Arendt hatte ja auch keine Kinder, ja. Und man ist natürlich, wenn man Kinder hat, ist das ein großer Teil der Beschäftigung im heutigen Leben. Früher war das nicht so in bürgerlichen Gesellschaften, da haben das dann die Kindermädchen gemacht. Aber heute beschäftigen sich ja Eltern doch auch sehr mit ihren Kindern. Also ich war immer wieder erstaunt, wie viel Zeit sie hat auch für Briefe schreiben, für persönliche Briefe. Wir kriegen ja gerade noch mal 3 E-Mails hin und persönliche Briefe schreiben, sich setzen, das gibt es ja schon kaum mehr. Und insofern, da war schon viel Zeit auch für die persönliche Kommunikation. Das ist ja auch ein bisschen schade, dass das heute alles so schnell gehen muss. Darum ist ja viel eben so schlampig gedacht und so oberflächlich gedacht. Insofern war das sehr schön, sich eigentlich mit Hannah Arendt zu beschäftigen und mal wirklich mir die Zeit zu nehmen, jetzt dieses Ganze da zu lesen, ja? Also tagelang und wochenlang zu sitzen und zu lesen. Ich musste dann zwischendurch mich zwar auch um meine Familie kümmern, aber dann gab es wirklich nur um die Familie kümmern und dann lesen. Und das war eigentlich toll. Das hat wirklich Spaß gemacht.